Berechnung des Mittelwerts oder auch Median einer Tabelle oder einer Wertemenge entsteht ja quasi bei der Ordnung oder bei der Ordnung nach der Größe dieser Werte eben ein oberer und unterer Teil dieser Menge. Und man kann diesen oberen und unteren Teil dann eben auch oder aus diesem oberen und unteren Teil eben einen sogenannten weiteren Median ablesen, wobei wir da dann eben nicht von Medianen reden, sondern von den sogenannten Quartilen. Eben den ersten Quartil ist aus dem unteren Teil dieser Menge und der dritte Quartil eben aus der oberen Menge und der zweite Quartil ist eben gleichzeitig der Median oder eben der Mittelwert dieser Menge. Machen wir das Ganze anhand eines Beispiels hier eben. Wir haben eine 10 Werte gegeben eben und sollen jetzt den Median berechnen dieser Menge. Hier eben der Größe nach ordnen. Wir haben 1, dann den Wert 2, der kommt 2 mal vor. Den Wert 3, der kommt 3 mal vor. Und 2 mal den Wert 4. Und 2 mal den Wert 5. Wir haben das Ganze jetzt eben der Größe nach geordnet, sollen jetzt hier den Median eben berechnen und in weiterer Folge das erste und dritte Quartil. Der Median, haben wir gesagt, liegt genau in der Mitte. Hier eben eine gerade Anzahl an Werten, das heißt, wir müssen das arithmetische Mittel von eben diesem Wert und diesem Wert berechnen. Ist ja relativ einfach, das arithmetische Mittel von 3 und 3 ist natürlich 3. Das heißt, hier eben unser Median ist eben 3 und wir haben ja gesagt, durch die Ermittlung dieses Medians ergibt sich ja hier ein unterer Teil und hier ein oberer Teil. Und auch beim unteren und beim oberen Teil kann ich dann einen sogenannten Mittelwert errechnen, eben das sogenannte Quartil. Der Median hier ist natürlich unser zweites Quartil, also Q2. Und hier eben jetzt entsteht genau hier in der Mitte eben unser Q1, welches aufgrund dessen, dass dieser untere Teil jetzt aus einer ungeraden Anzahl entsteht, genau der Mittelwert eben 2 ist. Also Q1 ist hier eben 2. Und eben auch oben, im oberen Teil quasi, haben wir eine ungerade Anzahl an Werten. Auch hier eben genau der Vierer dann eben als unser Q3, unser Quartil, also das dritte Quartil, hat dann eben den Wert 4. Natürlich gilt auch hier, wenn im unteren und oberen Teil eine gerade Anzahl an Werten entsteht durch diese Teilung bei der Berechnung des ersten oder des Medians, also des zweiten Quartils, müssen wir natürlich das arithmetische Mittel bilden. Das heißt, wenn wir eben hier unsere Werte um 1 hier erweitern und um 1 hier, haben wir ungerade Anzahl von Werten in der oberen und unteren Teil. Das heißt, dann müsste ich natürlich hier ein arithmetisches Mittel bilden für mein erstes Quartil und oben natürlich auch für mein drittes Quartil. Je nachdem, wo eben diese Quartile, das Q3 zum Median und das Q1 zum Median liegt, je nachdem welches weiter entfernt ist, können wir dann eben von der Streuung oder können wir dann eben diese Streuung beachten. Wobei wir das Ganze dann in weiterer Folge im nächsten Video dann eben, wenn wir dieses Kastenschaubild betrachten, dann wesentlich mehr oder wesentlich aussagekräftiger das Ganze ist, wie was eben dieses Wort Streuung zu bedeuten hat. Aus dieser Wertemenge hier an Werten eben können wir auch den sogenannten Modus oder Modalwert eben bestimmen, das heißt, der Modus wird eben dann dargestellt mit x, jetzt mit einem geraden Strich oben und dem Index m für eben Modus oder Modalwert. Hier, dieser Modus sagt eigentlich nichts anderes aus, welcher Wert eben aus unserer Menge am häufigsten vorkommt. Und das ist ja hier relativ einfach zu bestimmen. Der 1er kommt einmal vor, der 2er, 2x, 4er, 2x, 5x, 2x und der 3er kommt eigentlich am häufigsten vor, eben 3-mal. Und somit wäre der Modus natürlich der Wert 3, das heißt hier eben der Modus ist der Wert 3, da er am häufigsten vorkommt.